Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island DS. Im letzten Part haben wir die Level Spezial 4 und Geheim 5 abgeschlossen und jetzt fehlt nur noch Spezial 5, das letzte Level im Spiel, und das werden wir jetzt auch noch spielen, natürlich auch zu 100%, und es nennt sich Schalter im Überfluss. Okay. Achso, doch, jetzt kann ich mich dran erinnern an das Level. Ja, im letzten Mal wusste ich es nicht mehr. Rote Münze geschenkt. Aber ich werde hier ständig verfolgt. Richtig? Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße, was ist das denn? Und ich muss nicht nur wegen dem Stachelkollegen hinter mir schnell sein, sondern auch wegen dem Schalter, der nicht beliebig lange anhält. Ja, eine verpasst. Das, oder? Ne, das war schon keine rote Münze. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Nein! Was? Wie ist denn Yoshi jetzt da hingeblieben? Hä, Yoshi ist einfach hängen geblieben. Und der geht sogar nochmal hoch. Lul. Ich bin da irgendwie hängen geblieben. So ein Kack. Ja, das ist echt komisch, weil ich habe eigentlich Flatterflug gemacht, aber irgendwie ging es nicht. Das war total seltsam. Ja, da war das Spiel schuld, nicht ich. Wie eigentlich immer, wenn ich fehle. Da ist immer das Spiel schuld. Ich bin nie schuld. Müsst ihr mir glauben. Aber ich kann jetzt gleich noch überprüfen, ob die eine rote. Ja, geil. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Ob die eine rote Münze, die ich gerade ausgelassen habe, ob das. Ob die eine Münze, die ich ausgelassen habe, eine rote Münze ist. So rum, muss ich sagen. Aber ist ja das letzte Level. Ich habe auch hier nichts anderes erwartet, als dass es ein paar Tode geben würde. Ja, das war keine, oder? Glaube ich. Glaube nicht. Hoffe nicht. Aber wer waren das, die ich gerade ausgelassen habe, überhaupt, ist die Frage. Okay, ich glaube, die da gab eben irgendwie, aber das war keine. Okay, die habe ich nie auslassen können eigentlich. Egal. Also dürfte jetzt passen. Ist jetzt nicht wieder so komisch hängen bleiben, Yoshi. Alter, doch! Doch, da ist das Spiel schuld. Weil das ist richtig komisch. Ich halte da nach rechts gedrückt und Yoshi prallt da einfach von dem Block irgendwie ab und fliegt dann nach links ein bisschen. Jetzt ohne Witz, das ist jetzt zweimal passiert. Also es liegt nicht an mir. Das Spiel ist wirklich schuld. Vielleicht schaffe ich es, dass ich da irgendwie zwischen die zwei Blöcke so reinspringe und dann ist das Spiel verwirrt und bounce dann Yoshi so ein bisschen nach links weg oder so. Ich weiß es nicht. Das kann ja nicht wahr sein jetzt. Aber ohne Witz, das ist wirklich nicht meine Schuld jetzt. Wenn es zweimal in Folge passiert, exakt dasselbe. Gibt's ja nicht. Nein! Ja, cool. Ich bin jetzt so angepisst auch schon wieder deswegen, dass ich jetzt einfach komplette Scheiße nur noch mache. Das ist aber echt dumm. Das ist echt dumm, weil das einfach auch nicht gut programmiert irgendwie. Weil ich glaube, es ist so, schätze ich mal, dass ich da genau in die Lücke quasi zwischen zwei Blöcken reinspringe und dann ist das Spiel irgendwie verwirrt oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall nicht richtig, was da passieren soll. Dass Yoshi dann plötzlich nach links weggebounced wird. Dann muss ich da auch noch aufpassen, dass ich dann nicht gegen die Blöcke springe. Von unten her. Damit dieser kleine Bug da quasi nicht passiert. Toll. Ganz toll. So. Okay, Zeit hat man eigentlich genügend, glaube ich. Muss mir also keinen so großen Stress machen. So, lieber ein kleiner Sprung. Das ist dumm. Okay. Hilfe! Nein! Na, jetzt habe ich die Blume nicht erreicht. Aber die Plattform ist nochmal da, oder? Normalerweise. Ja, okay. Kommt der auch nochmal? Nein. Okay, viel früher springen. So, bitte gleich Checkpoint. Was kann... Doch, da ist ein Checkpoint. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, ich glaube, hier brauche ich Peach. Ich glaube, hier kommt der jetzt von unten und Peach muss nach oben wegfliegen. Mit dem Entkommen. Oh nein. Und hier sind halt auch Münzen und... Ich weiß nicht, welche rot sind. Ja, da ist er schon. Eieieiei. Da kann ich ja nicht einfach Schaden in Kauf nehmen. Und langsam sein. Wo sind die eine? Hier. Nee, okay. Ja, stimmt. Ich meine, der Wind hört ja irgendwann auf. Also jetzt bin ich wahrscheinlich zu langsam. Ah, der fällt sogar wieder runter. Gut. Aber wenn man einmal kurz Schaden, ich glaube, es ist sogar trotzdem besser. Irgendwie. Weil dem da zu entkommen, ist sehr schwierig, finde ich. Ja, lass mich halt sterben, komm. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Vor allem, wenn ich halt noch nebenbei nach roten Münzen das auskundschaften muss. Und wenn ich ihn direkt am Anfang mich überholen lasse, dann ist es eigentlich voll okay, glaube ich. Und vom Schaden her wird schon auch passen. Ja, mach mal. So, okay.
so. Außer ist es vom Timing her, ich habe jetzt sogar gar keinen Schaden genommen, vom Timing her so eng, dass ich wirklich vor ihm sein muss. Weil ansonsten der Schalter halt dann zu früh ausgeht. Das könnte vielleicht sein. Ich hoffe aber nicht. Jetzt kommen hier solche Instant-Kill-Stacheln auch noch rein, natürlich. Ja, ist schon ziemlich eng auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt zumindest gesehen, am Anfang ist es so, dass ich die roten Münzen so ein bisschen erkennen kann, weil die nur in einer bestimmten Formation auftreten. Da komm, geh hoch. Nämlich hier zum Beispiel, das ist eine, genau. Und hier ist auch eine, ja. Immer wenn da so drei auf einmal sind quasi. Aber hier war gerade, glaube ich, irgendwo eine. Da ist auch eine. Bin aber jetzt trotzdem schon schneller als gerade eben. Ja, egal. Achso, nee, ist nicht egal, weil ich komme durch die Tür nicht mehr durch. Deswegen, also ich muss vor ihm sein. Okay. Ja, das ist nicht so einfach. Da war sogar der Bibi Mario Abschnitt gerade eben ja fast schon angenehm. Im Gegensatz zu dem Quatsch hier. Okay. War nicht bei denen? Doch, das ist eine, genau. So, das war auch eine, die mittlere da. Uiuiui. Die waren eigentlich schon kaputt, die Plattform. Aber hat noch gezählt. So, ich habe jetzt natürlich bei weitem nicht alle Münzen mitgenommen, aber ich hoffe mal, dass es alle roten Münzen waren, zumindest. Aber ich glaube ja schon. Das habe ich jetzt mehrmals gemacht, mir angeschaut. 10 und 2 habe ich. Könnte passen. Wird hoffentlich passen. Okay, jetzt kommen die Kollegen auch noch. Die kleinen Versionen quasi. Ich habe leider keine Eier. Das ist ein bisschen kacke. Ja, egal. Ja, nicht so egal. Ah, da kommt bestimmt nochmal ein Checkpoint, oder? Okay, hier sind Eier. Oh Gott, ja, lol. Na, hier ist aber DK besser. Ja, hier ist DK ja viel besser unten. Okay, Moment. Weil das sind ja überall wieder die Instant-Kill-Stacheln. Da ist sogar ein Pfeil. Ganz nett und lieb. Ja, ich bin jetzt auch unkonzentriert gerade. Ruhig bleiben. Okay, und dann mit Baby DK da einfach alles weghauen. Ich kann die ja leider nicht besiegen, die Gegner. Nur wenn ich halt, sie in andere reinhaue. Hä? Ich habe doch abgebrochen. Die Stampfattacke. Ich könnte die auch rechts runter machen. Das stimmt. Und dann von oben einfach runterschießen lassen, die Eier. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, na gut. Dass ich die von hier aus noch nicht erreichen kann, ist aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. War da eine dabei? Nein, okay. Ja, wo kam denn der jetzt wieder her? Komm her. So, dann mach ich mal hier. Okay. Um Gottes Willen. Nicht springen. Ein paar Eier hier. Okay. Ja, passt das mal. Muss jetzt ein bisschen taktisch sogar vorgehen. Eieiei. Bam. Mach am besten mal die überall weg. Mach mal die auch weg. Okay. Ich lass mal dich ein bisschen runterfallen. Genau, hier ist nämlich noch viel besser. Also nicht ganz perfekt wegen dem ganzen Gegner da. Aber trotzdem okay. Ja, jetzt habe ich ein paar Eier. Sehr gut. War das noch überall die blöden Stacheln? Nee. Bam. Kann ich die jetzt ernsthaft nicht bekommen? Das war sogar eine rote einfach. Okay. Sag her. Okay. Mach halt überall weg. Okay, dann eine neue Blume wieder. Das ist sehr gut. Oh Gott, und diese Drecksgegner überall. Mach mal die auch weg. Na, was? Viel zu viele, Mann. Ja, lol. Gib mal alle weg, bitte. So, schön aneinander reinbouncen. Bam. Die auch nochmal wegmachen. Okay, dass ich hier wirklich gar keine Gefahr mehr habe. Weil wenn ich hier getroffen werde, ist nicht so mega schlimm. Weil da wird schon nochmal ein Sternkreis kommen. Hoffe ich mal. Aber ich will halt jetzt nicht sofort sterben. Das wäre nicht so cool. Mann. Ja, okay, passt schon erstmal. So, genau, hier ist ja eh eine neue. Gehe ich jetzt mal lieber hier hin. Bam. Einfach schön alles abschießen. Vor allem die blöden Stacheln. Zack. Zack. Ja, aber auf jeden Fall hier DK nehme. Das ist ja viel, 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 viel besser. Bam. Bam.
Okay, ich glaube, hier war mal der Pfeil. so. Okay, da ist noch eine Münze. Aber auch keine rote mehr. Okay, aber gib mal wieder jetzt noch ein paar Eier hier. Ja, ist okay. Dann geh mal alle weg jetzt. Zack. Bam. Nein, ich will nur den da. Wenn ich halt nur, nur den einen erwischt hätte, wäre der in die anderen reingerollt. Egal, passt. Ja, das kann ich ja viel dafür. Cool. So, dich noch weg. Dich auch noch. Okay. Lieber auf Nummer sicher gehen. Und nochmal ein paar Eier her. Ja. Ja, was will ich denn da machen, wenn die von überall herkommen? Mann. Von wo fallen die überhaupt runter? Ich verstehe das gar nicht. Da sind noch gar keine Plattformen mehr da oben. Oder kaum mehr. Okay, ja, passt. Okay. Komm ich da rein? Keine Ahnung. Hätte ich da ein Rätsel dafür lösen müssen oder so? Ja, das ist schon. Ja, hier soll man den schon haben, glaube ich eigentlich. Warte mal kurz. Vielleicht einfach dagegen dashen? Aufmachen? Nein. Ja, oder ist hier irgendwo ein Fragezeichen-Flatterer oder wie? Und der, da ist dann ein Schalter drin, der das öffnet für mich. Das ist es wahrscheinlich. Ach Gott. Hier irgendwo? Ah, okay. Ja, mein Gott, ist das ein nerviger Abschnitt hier. So. Mach auf. So, das ist auf jeden Fall viel, viel besser. Mit dem Felsen hier. Jetzt kann ich mich endlich rächen. So. Bam. In seinen Tod reingesprungen. So, kommt alle her. Du auch noch. Wunderbar. Und jetzt wartet der Tod auf euch. So, tot. Tot, tot, tot. Da noch mitnehmen. Tot. Tot, tot, tot. Alle tot. So gefällt mir das. So, du bist auch tot. Und du bist tot. Ich darf den nur nicht zu weit rollen, den Felsen. Ich muss wieder ein bisschen aufpassen, ob ich den für irgendwas noch brauche. Bevor ich in eine Schlucht runterrolle oder so. Da muss ich ein bisschen drauf achtgeben. Was ist da oben denn? Ach, da ist noch ein Maulwurfabschnitt oder wie? Okay. So, nimm mal mit. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man den braucht. Die mach ich mal gleich so einfach. War nämlich eine rote, ja. Okay. Da habe ich schon die Blase, glaube ich, gesehen. Genau, da oben. Oder eine. Das, da komme ich nicht sofort hin, aber das ist eine. Auf jeden Fall. Gott. Weg. Ja, die kann ich jetzt auch gleich abschießen, dann müsste ich da später mit dem Maulwurf nicht hin. Mach mal, ja. Na, fuck. Ja, das waren nicht mal welche? What? Cool. Okay. Hallo, na wie geht's? Eigentlich berührt er Yoshi. Aber es soll mir recht sein. Du bist da oben auch noch. Okay, und da ist noch ein Speicherkreis. Sehr gut. Okay. So, den Maulwurf, den muss ich immer wieder machen können, weil sonst würde ich gar nicht weiterkommen. Also ich kann mich jetzt Zeit lassen. Okay, das ist sogar eigentlich jetzt dann ein ziemlich chilliger Abschnitt. Auch fast ein bisschen unpassend, dass hier nochmal ein Maulwurf kommt. Weil das halt irgendwie jetzt, weil da jetzt keine Gefahr mehr dabei ist. Okay, ein paar rote Münzen fehlen schon noch. Und da oben muss ich dann letztendlich irgendwie hin. Okay. Aber ich versuche erstmal hier ein paar Münzen mitzunehmen. In Sackgassen vor allem. Na, geh hoch, komm. In Sackgassen vor allem. Damit ich dann später noch nicht mehr rein muss. In neueren oder in weiteren Versuchen. Okay, ja, das war schon. So, zurück. Wow, wow, wow. Aber den Soundeffekt dürfen wir nochmal hören. Yay. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. So, jetzt nach unten. Und diese roten Münzen. Oder warum sage ich mal rote Münzen? Diese Münzen erstmal mitnehmen. Aber ich hatte teilweise recht. Sehr schön. Okay, neue Blase. Ah, da kann ich sogar raus. Okay, aber das ist ja nur ein Rückweg. Da will ich nicht drin. Die Kamera kann ich hier nicht shiften. Nee. Ich glaube, hier, wo ich jetzt bin, ist der richtige Weg. Ja, warte mal kurz. Ich will nochmal auf die falschen Wege entlang gehen. Obwohl, das könnte sogar auch. Ne, das ist schon eine Sackgasse. Okay, passt. Okay, war sogar eine rote Münze. Boah, das ist ja übelst aufwendig, hier noch alles zu finden. Ja. Ja, da unten muss ich fast auch noch hin. Und dann. Wow, wow, wow. Und dann da oben noch irgendwie. Das ist ein bisschen nervig sogar irgendwie. Jetzt hier dieser Maulwurfabschnitt.
und unpassend, finde ich, für das letzte Level. Weil in dem Level davor muss man halt hier Geschicklichkeit beweisen bei den Stegos, ich glaube so heißen sie. Und davor dem großen Stacheldude ausweichen und jetzt hier so ein langsamer und langatmiger Maulwurfabschnitt. Aber naja, ich werde sogar, glaube ich, gleich schneiden, damit wir den Anfangsweg nicht immer wieder sehen müssen. Jetzt aber hier unten will ich noch kurz hin, denn das ist bestimmt eine rote Münze, hier so ganz in der Sackgasse. Nein! One-Up. Ah ne, One-Up war halt wegen 100 Münzen, oder? Oder war dann ein verstecktes One-Up? Keine Ahnung. Geld hoch. Kommt der jetzt da nicht hoch? Komisch. Die Steuerung ist halt auch ein bisschen seltsam. Ja, cool. Ach, das ist ja echt nervig. Mann, ey. Ja, Schnitz. So, jetzt geht's hier oben weiter. Da ist noch neues Zeug. Erstmal eine Blase. Die nehme ich jetzt einmal. Ja, komm jetzt. Okay, dann hier ist nix. Da links. Okay, da links muss ich sogar vielleicht. Okay, ah, da links ist der Ausgang. Okay, passt. Und dann muss ich da noch hoch. Aber noch ganz kurz gucken, weil hier ist noch mehr Zeug. Ja, da muss ich noch gleich gucken. Bei den beiden da. Hier ist noch irgendwie ein Weg. Oh Gott. Wo geht das hin? Auch raus einfach. Ach, der obere bringt mich sogar um. Der obere ist eine Falle, oder wie? Weil ich dann in den Stacheln lande. Das ist ja auch cool. Aber das kann man ja wenigstens im Vorfeld sehen. Okay, also der untere ist der richtige. Aber ich muss mir noch die anderen Münzen da holen. Moment. Zum Beispiel die hier. Ja, das hat sich ja rentiert. Schnell zur Blase hin. Okay. Dann noch diese beiden Sackgassen da unten. Und die andere. Nein, geh doch hoch. Mann! Hat sich das wenigstens rentiert? Ja, okay. Nein, etwas. Dass der da nicht mehr rauskommen kann. Jetzt reicht die Zeit wieder nicht. Ich glaube, jetzt habe ich alle hier im Labyrinth. Nee, da fehlen immer noch welche. Achso, das sind ja die hier. Ja, vielleicht, das könnten immer rote Münzen sein direkt davor. Und dann muss ich halt davor wieder umkehren. Okay. So, nehme ich mit. Aha, ist nämlich eine. Okay. Und jetzt aber den unteren Weg. Und dann haben wir es. So, ich will jetzt auf gar keinen Fall... Ist hier noch was? Nein. Auf gar keinen Fall sterben, weil sonst muss ich den Maulwurfabschnitt nochmal neu machen. Wie viele Eier habe ich noch? Gar nicht mehr viele. Na, das war eine rote Münze, okay. Oh nein. Nein. Nein, das gibt's nicht. Alter, ich wäre fast zu weit gelaufen. Das war so knapp. Mann, ich habe keine Eier mehr. Da rechts ist der Sternkreis. Geh weg. Ja, ist okay. Lass mich halt zum Sternkreis hin, bitte. Danke. Ja, ich muss sogar jetzt fast sterben, weil das ist wahrscheinlich der letzte Sternkreis. Ist hier noch eine rote Münze übrigens? Okay, da muss ich jedes Mal dran denken, die wieder zu holen. Okay, aber ist nicht so schlimm. Ich sterbe gleich mal, ja. Ich muss direkt nach links mir die rote Münze holen und eine Blume fehlt noch, die jetzt wahrscheinlich beim letzten Abschnitt noch kommt. Okay. Na, das ist dumm. Das ist ja richtig dumm. Welche war es? Linke war es, glaube ich, richtig? Ja, natürlich. Ja, ich wollte aber schnell zum Sternkreis hin, das war mir wichtiger, als dann noch hier mein Leben zu riskieren, weil den Maulwurfabschnitt nochmal machen zu müssen, hätte ich ja überhaupt keinen Bock gehabt. Okay. Um Gottes Willen. Ach du Scheiße. Oh. Ja, ich habe den Sternkreis davor. Ist halt trotzdem doof, weil ich mir jedes Mal jetzt wieder die blöde rote Münze holen muss. So, aber ja, so geht's ein bisschen schneller. Okay, dann dauert's gar nicht so lange. Okay, ja, passt. Ist gar nicht so schlimm. Alles gut. Ja, ich glaube, ich darf bei den Loren, ich darf aber nicht zu hoch wegspringen, weil sonst bleibe ich da lange an der Wand kleben und dann hat der Stachelkollege Zeit, um auf mich aufzuholen. So ungefähr, genau. Oder ich lasse ihn einfach voraus. Ah, oder ich mach's einfach ohne ihn. Ich habe noch 30. Okay, jetzt habe ich ihn weggeglitscht. Ja, ist gut. Münzen sind mir ja egal. Blume aber nicht. Was? Dann nimmt er sogar noch Schaden?
Ah, jetzt komme ich hier nicht dann. Jetzt komme ich ja unten nicht hin, weil der das nicht aufmachen konnte für mich. Also ich brauche ihn doch. Ach Mann. Warte mal, komme ich da von hier aus hin? Ja, das könnte man sogar schaffen, wenn man den Flatterflug wirklich ganz, ganz gut macht. Das kann man sogar schaffen, tatsächlich. Ja, obwohl, aber zur Blume selber komme ich da nicht hin, weil das war nämlich auch zu. Ja, also es geht doch nicht. Okay, also ich muss es schaffen, vor ihm zu fliehen. Und er muss im Bildschirm quasi bleiben, damit er dann das für mich aufmachen kann. Na gut. Okay, aber das ist nicht so ultra schwer. Das geht schon. Also ich weiß jetzt, die Blume ist ganz am Ende. Und ich muss nicht während der Lorenfahrt eventuell auf eine Blume achten oder so, weil da kommt keine. Okay, das ist gut. Nicht zu früh abspringen. Erst relativ spät, aber wenn ich schon sehe, wo die Lore ist, die nächste. Nicht ins Ziel springen, um Gottes Willen. Hat das jetzt aufgemacht für mich? Okay, hat er, hat er. Yes! Yes! Damit haben wir Yoshi's Island DS zu 100% durchgespielt! Yeah! Bis auf die Menagerie, da muss ich glaube ich noch ein bisschen was nachholen. Aber von den Leveln her, yay! Das war auch nochmal anstrengend. Allgemein, die Bonuslevel waren schon hart, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Auch hier perfekt 1000 Punkte. Perfekt 5000 Punkte, genau. Dafür, dass wir alles geholt haben. Nice. Habe ich dafür irgendwas bekommen? Nö. Ich kann stolz auf mich sein. So, vielleicht schaffe ich auch nochmal zur Feier des Tages beim Rubbeln dreimal Baby Mario. Ja. Wäre lustig, wenn das jetzt wirklich passieren würde. Schade. Na gut. Aber das ist mir ziemlich egal, wie viele Leben ich habe. Denn das Wichtige ist, dass wir in allen Leveln jetzt offiziell hier in Yoshi's Island DS die 100% gesammelt haben. Alle roten Münzen, alle Blumen mit allen 30 Sternen immer in jedem Level. Auch alle Babymünzen, wo es welche gab. Haben wir alles gemacht. Nochmal ganz kurz. Hier die Punktzahl. Überall 100. Überall 100. Überall 100. Überall 100. Und überall 100, yay! Puh. So, und dann würde ich sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Island DS. Aber einen Bonus-Part wird es noch geben, wo wir uns eben noch ein bisschen anderes Zeugs anschauen. Die Menagerie allen voran, das ist ein ziemlich cooler Ort, finde ich sogar. Also, da können wir schon mal gespannt drauf sein beim nächsten Mal. Und ein paar andere Sachen, den Time-Trial-Modus kann ich noch ganz kurz zeigen. Bei Minispielen, die schweren Versionen, die es noch gibt, kann ich vielleicht ganz kurz noch zeigen. Also, ein bisschen was habe ich eben noch zu zeigen im nächsten und letzten Part hier von diesem Let's Play. Okay. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal.